Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation und überbringen dir eine wichtige energieübertragende Botschaft für dein Erwachen aus der archontisch dominierten illuminierten 3D-Matrix. Weitere tägliche und in die Tiefe gehende galaktische Energieübertragungen für deinen endgültigen Bewusstseinsaufstieg in die erleuchtete 5D-Matrix gibt es im exklusiven Mitgliederbereich mit hunderten Botschaften über Spiritualität, Erwachen und alternative Heilungen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aber nun sei bereit für die heutige bewusstseinserweiternde Botschaft. Euer Bewusstsein und eure Absicht, euch zu verändern, sind alles, was nötig ist, um euch in die richtige Richtung zu bewegen. Ihr werdet es nicht unbedingt perfektionieren, aber sobald ihr einmal zu erleben beginnt, wie viel einfacher die Dinge gehen, wenn ihr die spirituellen Praktiken verwendet, die mit euch resonieren, werden sie langsam aber sicher zu eurer bevorzugten Weise werden, Dinge zu tun, und genauso werden euer Wachstum und eure Transformation stattfinden. Wenn niemand seinem authentischen Selbst ermöglicht, ihm den Weg zu weisen, kann das Leben sehr verwirrend sein. Ihr versucht, das Leben so zu navigieren, dass ihr jedem gerecht wird, aber jeder benimmt sich, als spiele er eine Rolle in einem Schauspiel, und so ist es unglaublich schwer, herauszufinden, wie man ihm gerecht werden soll. Euer inneres Wissen nimmt in diesem Rollenspiel hinter der Maske seines Gegenübers ein ganz anderes Wesen wahr, was eure Verwirrung noch steigert, weil ihr euch nicht sicher seid, mit welchem der beiden Selbste ihr nun die Verbindung herstellen sollt. Dem inneren, echten Selbst wird es nicht erlaubt, sich zu zeigen, und das äußere, falsche Selbst ist eine Illusion. Darum wird die große Veränderung, in der ihr euch befindet, es euch ermöglichen, eure Beziehungen zu vertiefen. Denn wenn die Menschen sich endlich darauf einlassen, ihre Authentizität, ihre Echtheit zu bejahen und ihr die Führung überlassen, werden sie zu wichtigen Übereinstimmungen gelangen. Ihre inneren und äußeren Welten passen dann zusammen, und die Verwirrungen werden beseitigt. Es wird eine Beständigkeit und Festigkeit entstehen, die es euch ermöglicht, euch zu entspannen und einfach zu akzeptieren, was sich euch jeweils gerade präsentiert. Weil ihr mit eurer eigenen Authentizität aufwartet, werden die Entsprechungen, die ihr von da an erleben werdet, tiefreichen und langlebig sein, weil sie auf eurer inneren Wahrheit aufgebaut sein werden. Die Kommunikation wird klarer, Verbindungen werden tiefer. Für empathische und intuitive Menschen wird dies eine große Erleichterung sein. Während wir verstehen, dass es zunächst viel Mut erfordern kann, euer wahres Selbst erstrahlen zu lassen, vor allem wenn ihr dazu konditioniert wurdet, zu glauben, euer Selbst sei nicht genug, wird das Geschenk, jedem zu erlauben, eure Authentizität, eure Echtheit zu sehen und entsprechend auf sie zu reagieren, auf lange Sicht den Weg ebnen für eine weit größere Leichtigkeit und Zufriedenheit. Als zukünftiges geliebtes Mitglied der Familie des Lichts und der Galaktischen Föderation, empfehlen wir dir das in diesem Video eingeblendete Buch, das dir helfen wird, dein Bewusstsein zu erweitern und endgültig zu erwachen. Den Link zum Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist an der Zeit. Ihr alle könnt also beginnen, einander auf eine wunderbar reine und befriedigende Art und Weise zu erkennen, zu lieben und zu feiern. Eure Sehnsucht, eure spirituelle Lichtarbeit zu verrichten, kommt einfach daher, dass eure Seele sich in immer höheren und höheren Schwingungen bewegen möchte, denn wenn ihr diese Schwingungen innehabt, dient ihr damit euch selbst, der Menschheit und dem Planeten. Es ist eure beständige Weiterentwicklung, die die Veränderung bewirkt. Wenn ihr versteht, dass alles zunächst innen beginnt, und ihr dies zu eurer höchsten Priorität macht, werdet ihr feststellen, dass sich von da an die greifbareren Ausdrücke eurer Arbeit ganz natürlich und von selbst einstellen. Der Weg nach vorne führt sie auf eine endlose Reise, bis sie die Quelle von allem erreichen. Selbst dann wird es ausatmen und der Zyklus der Erfahrung wird von vorne beginnen. Gegenwärtig befinden Sie sich lediglich auf den unteren Stufen dieses großartigen Panoramas von Dimensionen jenseits der Zahl, die bis ins Unendliche reichen. Immer mehr werden geschaffen und Sie werden genau erfahren, was Ihr Herz begehrt. Sie haben noch nicht die wunderbare Freiheit erlebt, sich dorthin zu bringen, wo Sie möchten. Ihre Reisen sind jedoch natürlich auf die Schwingungen beschränkt,
die mit ihnen harmonieren. Sie werden immer den Drang haben, weiterzugehen, und am deutlichsten wird sich ihr Bewusstsein weiter ausdehnen. Es gibt Wunder über Wunder, die ihnen den Atem rauben werden, und durch ihre Hubble-Fotos sehen sie entfernte Galaxien in einem Wirbel aus Farbe und Energie. Können Sie sich vorstellen, wie viel beeindruckender und lebendiger es wird, wenn es aus dem Weltraum in unseren UFOs betrachtet wird? Durch die Erforschung des Weltraums haben Sie von seiner Weite und Vielzahl von Sonnen und Planeten erfahren. Sie werden das Ausmaß des intelligenten Lebens noch nicht mit Sicherheit kennen, aber es ist überall im Überfluss vorhanden und folgt Zyklen der Bewegung und Erfahrung, ähnlich wie Sie es tun. Es gibt alle Arten von Wesen in verschiedenen Formen und Größen, aber alle haben eine gemeinsame Quelle. Dies ist der Grund, warum Sie kein Problem damit haben werden, verschiedene Lebensformen zu akzeptieren, da Sie über den äußeren Körper hinaus sehen werden, den Sie ihnen präsentieren. Sie haben einen natürlichen Drang, Abenteuer und Wissen zu suchen, und man muss die Grenzen der Erde berücksichtigen, aber es gelingt ihnen, eine Vielzahl von Erfahrungen zu finden. Du liebst einfach eine Herausforderung und wie viel mehr wird sich für dich öffnen, wenn du dich von der Erde befreien kannst. Sie sollten niemals für immer an einem Ort oder auf einer bestimmten Ebene bleiben. Der Drang, weiterzumachen, ist in dir sehr stark, und nur auf der Erde erlebst du die Müdigkeit der schweren Schwingungen in einer physischen Umgebung. Sie haben auch zu viele Sorgen und Verantwortlichkeiten, die in sich selbst anstrengend sind. Sie können sich trösten, dass diese Bedingungen nicht mehr lange anhalten und sie sehr bald von ihnen befreit werden. Die dunklen Mächte würden es verhindern, wenn sie könnten, aber sie werden nicht über ihre derzeitige Kontrolle hinausgehen dürfen. Tatsächlich brechen sie bereits aus und ihr Griff um sie lockert sich von Tag zu Tag. Viele von ihnen wissen jetzt, dass ihr Leben so etwas wie eine Scharade ist. Es ist einfach ein Mittel, um Dualität zu erfahren, obwohl es für die Teilnehmer sehr real ist. Wir sehen, dass sie alles sehr ernst nehmen und ihr Überlebensinstinkt eine große Rolle spielt. Wenn sie jedoch das Leben so sehen können, wie es wirklich ist, und wissen, dass es ihre eigene Schöpfung ist, werden sie auch erkennen, dass sie die Kraft haben, es zu ändern. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus. Die syrianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie. Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den syrianischen Worten, Shakara Umselum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.